Man kann mit Fug und Recht sagen, Deutschland ist im Eurovisionsfieber. Die Menschen, auch Ärzte und Lehrer, stehen auf den Tischen und weinen. Trotz aller Begeisterung möchte ich ein paar konstruktive Vorschläge machen, wie man die alte Tante Song Contest noch zeitgemäßer gestalten könnte. Anders gesagt, ihr durch gezielte Arschtritte wieder den Schweinsgalopp verhelfen. Das fängt schon beim Namen an. Früher hieß der Wettbewerb Grand Prix Eurovision de la Chanson. Viel zu lang, viel zu kompliziert, viel zu französisch. 2001 wurde das Ganze daher in Eurovision Song Contest umgetauft. Das ist Englisch, aber immer noch zu lang. Ich schlage daher eine abermalige Umbenennung vor. Eurostadel. Das ist kurz, knackig und deutsch. Und da wir Deutschen sowieso Zahlmeister der EU sind, ist das doch wohl nicht zu viel verlangt. Eurostadel und gut ist. Zweites Problem. Es gibt viel zu viele Teilnehmer. Und das ist ein schwerer Wettbewerbsnachteil für uns Deutsche. Deshalb, Weißrussland, Tschechien, Slowenien, Polen, der ganze Osten eben, werden zusammengefasst in Warschauer Pakt. Ein Pakt, ein Song. Schweden, Norwegen und Finnland sind was? Genau, Skandinavien. Und erhält ebenfalls eine volle Stimme. Malta, Zypern, Schweiz, Zwergstaaten. Auch hier, drei Ministaaten, ein Lied. Deutschland hingegen sollte als dem größten Geberland und Melkesel Europas ein Vetorecht angeräumt werden und zwei, vielleicht sogar drei Kandidaten ins Rennen schicken dürfen. Dann wäre auch endlich Schluss mit dem musikalischen Einheitsbrei. Denn ein starkes Deutschland würde alles viel flotter und zackiger machen. Warum? Weil der Deutsche an sich von der Militärmusik kommt. Tempo halten und immer auf die Eins. Beim Klatschen geht's schon los. Die Deutschen klatschen wie von selbst auf die sogenannten starken Zählzeiten 1 und 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bei 2 und 4 kommen sie schnell durch den Tüttel. 1, 2, 3, 4, 1. Ferner zeichnet die Deutschen eine Treue zum Liedgut aus. Anders gesagt, einmal Charts, immer Charts. Bestes Beispiel, Life is Life. Das hat 1985 die Spitze der Hitparade blockierte und erst 4 Jahre später von Wind of Change abgelöst wurde. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps und Life is Life. So tickt der Deutsche, Gott sei Dank. Außerdem mögen wir keine komplizierten Texte, sondern Laute. Laute ohne Inhalt. Dam, 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 dam. Da entspannt man sich. Statt dam, dam kann man auch oh, oh nehmen. Mit einem herzlichen Na, 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 na darf ich mich verabschieden und freue mich schon auf den Eurostadel 2016.